Edutschus wieder eingeschaltet habt. Es gibt wieder neue Capsules. Ich werde richtig pleite. Ich habe es gerade eben erst gesehen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es die gibt. 10 Kapseln plus Bag plus 40 Prestige Points für scheiße viel Geld. Sage ich nicht nein, ne? 7500 RP hatten wir fast noch drauf. Muss nur ein bisschen aufladen. Unter dem Video wird es noch einen Skin Giveaway geben. Das läuft noch, glaube ich, 20 Tage oder so, wenn ihr das hier seht. Ich bin mir nicht genau sicher. Die Arcan Bags. Ah, oh, by the way, es kommt ja diesen Samstag oder für uns Sonntag, kommt ja die neue Serie auf Netflix raus. Die League of Legends Serie, da bin ich ultra hype drauf. Die werde ich auf jeden Fall mit meiner Freundin schön gemütlich auf der Couch anschauen. Werde ich schön gemütlich auf der Couch anschauen. So, was ist denn hier drin? Wir haben einmal 3 random Skin Shards. Mit einer 3,5, ja, das ist ganz normal. 3,5 Chance auf dem Bag. In dem Bag ist 2 Skinshots von Arcan Feature Champions und ein Skinshot, der mehr als 1350 RP wert ist. Und man hat die Chance auf Bonus von 2 zusätzliche Arcan Champions, also die Champions, die in der Serie vorkommen, Skins davon zu bekommen. Warte, ich mach die Musik mal einen Ticken leiser einfach für mich. Muss gar nicht für euch zu laut sein, aber für mich zu laut. Dann schreie ich immer so sehr. Ich würde sagen, es sind nur 10 Stück. Wir hauen einfach direkt mal rein. Wir sollten jetzt immer 3 Punkte unten erscheinen. Falls wir 4 Punkte haben, können wir uns die sehen, dass das geil ist. Das. Little Devil Teemo, Nightbringer, Tryndamere, Space, Groove, Gwent. Warte, das sind da immer Epic Skinshots dann? Ne, Random Skinshots. Okay, dann haben wir einfach nur gerade Glück, dass 3 Epic Skinshots dann waren. Ich sag's wie immer, bei mir wird bei den Rerolls. Oh, Arcana Xerath. Habe ich schon. Warte. Gibt Arcana Xerath, der war älter, ne? Oder gab es jetzt extra neue Skins? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ne, okay. Gab keine neuen. Okay, jetzt habe ich mich gerade schon gewundert. Hier, Loot. Ja, aber Arcana Xerath ist ein geiler Skin. Ein geiler Skin. So, was ich sagen wollte. Bei mir bei den Rerolls kommt meist ziemlich geiler Scheiß raus. Einfach, weil ich den Müll schon habe. Weil ich schon zu viel Geld hier reingewundert habe. Ich habe den Müll schon. Aus dem Grund. Schon. Ich hoffe immer, dass hier irgendwas Geiles rauskommt, was ich upgraden kann. Oh, 4 Punkte. Ja, wahrscheinlich einfach ein Gemstone, ne? Little Devil Teemo heute schon das zweite Mal. Astronaut Corki. Ultra geiles Skin. Gemstone. Hast du gerade Nightbringer Trinder? Der ist neu. Nein, der ist doch nicht neu, oder? Der ist doch nicht neu. Nightbringer Trinder? Habe ich doch gar nicht. Ich habe Nightbringer Yasuo. Der ist nicht neu, der ist nicht neu. Also, by the way, ich bin natürlich wieder live. Falls ihr mal live dabei sein wollt, Link Twitch ist in der Videobeschreibung. So, wir machen direkt weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Skin aussprechen soll. Deswegen lassen wir es einfach. Wir wollen recht rasch hier durch diese normalen, Capsules durch sein, damit wir zu den Rerolls kommen, das ist natürlich das Geilste. Ich hoffe, dass wir hier einen weiteren Bag rausbekommen. Das wäre eigentlich ganz juicy. Nope. Ganz juicy. Oder wie gesagt, irgendeinen geilen Skin. Bevorzugt natürlich irgendein neuer Skin. Oh, wieder 4. Bitte lass es ein Bag sein. Bitte lass es ein Bag sein. Gemstone. Ja, man kann sich auch nicht beschweren, es ist nur was zusätzlich. Okay, K-Day, Ari, Battlecast, Zack und Prehistoric Renekton. Das ging jetzt recht fix, ich glaube, das machen wir am Ende auch für die Spannung. Jetzt machen wir erstmal ein paar Rerolls. Alter, ich habe es schon wieder vermisst. Activatable und dann rerollen wir erstmal die, die wir schon haben. Meine Olga, erster Reroll, gib mir was Geiles. Ah, Dark Flame Shivana, okay, ist jetzt nicht sonderlich geil. Aber jetzt kommt ein Banger de la Banger. Legendary Boys, Legendary. Den Skin tatsächlich wollte ich auch schon länger haben, weil ich finde, es einer der geilsten Nunu-Skin. Und ich hatte den nie. Aber jetzt wird schön mit der virtuellen Schneekugel die Mittlerin runtergerannt. Weiter geht's. Battle Academy of Kong. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber von diesem Bild hier hätte man niemals erraten, dass es Wukong ist. Niemals. Eher noch Ezreal oder was weiß ich. Aber niemals Wukong. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber der ist auch super geil.
Wie gesagt, ich krieg viele neuen Skins, weil ich die alten halt schon sehr viel habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich was Geiles bekomme, ist mittlerweile fast schon höher wie die Wahrscheinlichkeit, dass ich Scheiße bekomme. Ja. Dead Noises vom Slashy's Wallet. Ja, was soll man sagen? Aber dafür geht man ja arbeiten, damit man sich sowas gönnen kann. Reine Olga. Oh, Big Stone. Oh, da muss noch was sein. Das ist ja mindestens ein Schlüssel, ein Key und dann vielleicht noch Essenzen. Ja, okay. Marble Malphite. Ja, auf sowas kann man natürlich wieder verzichten, aber wir machen zwei Kisten auf. Withered Rose Talon, der ist geil. Nochmal schön was zum Rerollen. Und hier nochmal was zum Rerollen. Ah, ne, meint nichts zum Rerollen. Den habe ich aber, glaube ich, schon. Ne, habe ich nicht. Egal, ein Skin mehr zum Rerollen. Rein der Olga. Ah, okay. Aber langsam sollten wir doch wirklich jeden Scheiß weg haben, oder? Jetzt sollten doch wirklich nur Skins kommen, die richtig banger sind. Ein Rell-Skin nimmt man mit. Hatte ich noch keinen. Es gibt ja, glaube ich, auch nur einen, oder? Gibt es ja, glaube ich, nur einen Rell-Skin. Oder zwei? Ne, einen, glaube ich. Oh, Snowdeck, na. Irgendwie Gnar. Kein Gnar-Skin ist scheiße. Können wir sagen, was ihr wollt, aber kein Gnar-Skin ist kacke. Der hat so Skins, die sind alle geil irgendwie. Nein, nächste. Kitty Cat Katarina, ja, okay. Halloween ist vorbei, Bruder. Halloween ist vorbei. So, nicht der letzte Reroll, weil wir haben noch unser Bag. Oh yeah. Sexy Chest, Sexy Key. Oh ja. Dicker, nice. Bisher hatte ich noch keinen richtig geilen Zyra-Skin. Und Chest machen wir natürlich auf. Gib mir noch einen Chest. Oh ne, das muss jetzt nicht sein. So, was haben wir gekriegt? Unbound Thresh haben wir bekommen. Der kostet nur 450 zum Upgraden. Digga, was? Den nehme ich anders mit. Den nehme ich ja mal sowas von anders mit. Den nehme ich ja sowas von anders mit. Alter, der... Hä, ist der nicht erst... Der ist nicht epic, aber der ist trotzdem geil. Warte, lass mal schauen. Ist der nicht erst letztens rausgekommen? Beim letzten Schwung? Ja. Oder beim vorletzten eins von beiden. Aber nice. Nimmt man mit, sag ich nicht nein. Und jetzt kommen wir zu dem Arcane Inventors Grab Bag. Was ein scheiß Name. Der sieht auch irgendwie kacke aus, ne? Hier so richtig Bubi-mäßig mit so kleinen Bällen und dann hier schon wieder Stachelhalsband. Was ist das? Marauder Ash. Saga den Jinx habe ich leider schon. Und Safari Caitlyn. Ja, kann man jetzt sagen, was man will. Ist jetzt nicht so eine gute Ausbeute für so ein Bag, bin ich ehrlich. Letzter Reroll. SKT T1 Elise, sehr geiler Skin. Also der Skin ist wirklich nice. Wir holen uns noch den Arcana Xerath, einfach wegen dem Arcane Event. Warum nicht? Dann haben wir hier wenigstens alles leer. Und sind wir mal ehrlich, der sieht doch wirklich geil aus, der Skin. Also den feiere ich wirklich. Haben wir sonst noch was zu rerollen? Nein. Dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Das war heute... Ja doch, wir sind bei fast 9 Minuten. War auch länger. Ihr wisst Bescheid. In der Videobeschreibung ist ein Giveaway noch am Start. Da könnt ihr einen random Skin gewinnen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Schönes Wochenende, wenn ihr es direkt seht. Und dann haut rein. Tschö.